Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Gibt es noch jemanden, der an diesem Schatz teilhaben will, der zum Islam konvertieren will? Vielleicht im Geheimen? Ansonsten, falls jemand dabei ist, der sich nicht traut, die Schahada zu machen, wir machen es leicht für ihn. Wisst ihr, was wir machen? Steht mal alle auf. Wir machen alle zusammen Schahada. Wer, natürlich nur, wer die Schahada nicht machen will, der soll ruhig sitzen bleiben, ist kein Problem. Aber wer sich sagt, ich stehe jetzt auf, ja, und sage die Schahada mit der Absicht, Islam anzunehmen, ja, der hat dann Islam angenommen. Aber ansonsten, wenn er nicht den Islam annehmen will, dann soll er das nicht sagen. Ja? Okay, ich sag vor, ja. Also wenn du jetzt die Schahada hast, bist du Muslim, ne? Das ist sozusagen indirekte Zwangskonversion, ne? Gruppenzwang, alle stehen auf, müssen alle aufstehen. Okay, ich sage das. Jetzt mit der Absicht, Islam anzunehmen. Eschadu en la ilaha illallah wa eschadu en Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar! Alhamdulillah. Vielleicht ist jemand zum Islam konvertiert jetzt. Ja, ist jemand zum Islam konvertiert, Alhamdulillah. Weil ich weiß, manchmal muss man den Scheitan überwinden. Es ist immer so eine Art, wie kann ich den Scheitan überwinden?